Und wir sind weiter hier am Bauen. Wie wir sehen, haben wir ja schon unten fast einen dritten Raum. Und wir haben unsere Betten hier hingebaut. Wir haben jetzt auch viel Zwerge. Das müsste erstmal kurzzeitig reichen, wenigstens. Wir werden jetzt mal schauen, was wir denn als nächstes bauen. Denn klar, wir brauchen Stahl, wir brauchen Glas. Glas können wir auch nur bauen, wenn wir Sand haben und Kohle vor allem. Aber erst einmal braucht man natürlich viel Holz. Und Stein ist auch immer gut. Da setzt man hier jetzt gerade ein bisschen, dass man das ein bisschen schicker gleich zu Beginn hinkriegen. Das hier ist übrigens unser Laden, wo normalerweise hier das Monster immer davor steht. Aber das ist jetzt hier unser Laden. Ja, da gibt es Dinge zu kaufen. Ja, sehr schön. Gut, aber wie dem auch sei. Wir können hier nochmal einen Zauberwald hinzaubern, denn dann können wir das auch hier alles, machen wir einfach mal hier so. Dann kann man nämlich das hier schon mal fortschreiten lassen. Alles andere hier, was wir hier bauen können, können wir leider aktuell noch nicht bauen. Das heißt, da können wir auch noch nichts abschließen. Da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden. Wir machen jetzt hier noch eine Fackel hin, dass wir hier mal was sehen. Ein paar Leitern haben wir ja auch schon hingebaut, dass wir da nicht mehr da ständig runterfallen. Haben ja noch einen Stein übrig, dann können wir das hier gleich ersetzen hier hinten. Ist das so richtig? Habe ich das jetzt so richtig gemacht? Erde ersetzen, ja genau. So, dann können wir hier noch ein bisschen Holz fällen. Oh, und schon haben wir unseren fünften Zwerg. So schnell geht's am Anfang. Und was kann unser fünfter Zwerg? Der ist Tischler. Wir haben übrigens hier noch einen Krieger gekriegt. Das ist sehr cool. Also ein Kriegerbuch habe ich gefunden. Das habe ich natürlich direkt eingesetzt. Und wir werden jetzt auch dem vielleicht noch eine Keule hier geben. Und dann benötigen wir noch hier Steinspitzhacken. Die haben wir nämlich, habe ich ganz vergessen. Aber ja, es reicht gerade noch. Ja. So, dann kriegt der hier noch eine Steinspitzhacke, der kriegt eine Steinspitzhacke, der kriegt, die kriegt eine Steinspitzhacke und dann hätten wir noch eine Steinspitzhacke. Müsste man noch bauen, eine Steinspitzhacke, meine ich. Genau, was haben wir denn hier hinten noch? Hier sind noch irgendwie Tierchen, hier ist noch ein komischer Wurm, hier ist noch so ein komisches Vieh und dann geht es eigentlich nur noch nach oben. Also ich weiß, ist auf jeden Fall kleiner wie die letzte Level. Aber vielleicht geht es da einfach tiefer hinunter. Jetzt haben wir auch noch einen Magier bekommen. Dann wird er doch hier Magier, oder? Steinmetz, Fischer. Ja, Fischer kann man auch immer gut gebrauchen. Tischler eigentlich auch. Dann wird er einfach jetzt Magier. Hier haben wir schon mal einen Hohlraum. Und hier unten haben wir schon mal eine erste Ressource. Auch ziemlich cooles. Also es sieht schon mal alles gar nicht so schlecht aus. So kann sich arbeiten lassen. Wir werden hier jetzt noch runtergraben. Dann haben wir hier auch einen Dreierblock. Und die haben jede Menge zu tun. Das haben die so und so. Das können wir auch mal abbauen hier hinten. Stein können wir gut gebrauchen. Weil wir wollen ja noch weitere Spitzhacken vor allem bauen. Und wir können auch gleich eine Essensproduktion ankurbeln, oder besser gesagt, wir können gleich so ein Feld. Oh, da regnet es aber richtig, hey. Jetzt haben wir keinen Stein mehr, ne? Jetzt bräuchten wir halt noch Stein, aber das sind wir ja gerade dran. Haben wir ja gerade hier hinten uns entschieden, dass wir hier den Stein jetzt abbauen. Genau. Dann haben wir da ein bisschen Stein. Immer gut gebrauchen. Für unsere Steinspitzhacken und für alles andere. Kommt der da schon wieder und greift uns an. Ach, guck an, die kommen hier im Fallschirm. Das ist ja. Was macht der jetzt? Der klaut hier, oder? Ja, der greift mich erstmal an. Die kommen im Fallschirm. Das ist ja gemein. Odin. Uiuiuiui, das heißt, ich muss mein Häuschen gut schützen hier. Aber dann schon zwei.
Eieiei, okay. Das wird ja schon ein bisschen haariger hier. So, jetzt brauche ich aber auch noch mal ein Bett, oder? Ja, jetzt brauche ich noch mal Holz. Hier sind auf jeden Fall Würmchen. Okay. So, der kloppt hier rum. Ich überlege gerade, wie ich jetzt am besten das hier verteidige. Ich glaube, wir machen hier nochmal einen Wald hin. Eieieiei. Da müssten wir auf jeden Fall mal irgendwas Nettes bauen zur Verteidigung oder so, ne? Ich brauche Wasser. Wasser brauche ich auch. Wo können wir jetzt Wasser herholen? Muss man irgendwie das Becken hier vergrößern, oder? Weil sonst gibt es hier überhaupt gar kein Wasser. Ich hoffe, ich finde unterirdisch noch Wasser. Vor allem brauche ich erstmal Eimer, wo ich Wasser sammeln kann. Okay, es wird ein bisschen haariger. Okay, alles klar. Ich werde angegriffen, das habe ich verstanden. Was soll ich machen? Okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall hier die Ressourcen. Ich werde jetzt hier runtergraben und hier rüber graben. Das werde ich jetzt als allererstes machen. Dann können wir hier nämlich einen Deckel drauf machen. Und dann müsste das eigentlich, dürfte das dann nicht mehr. Zack, einen Deckel hier hin. Hier einen Deckel drauf. Ui. Büchse der Pandora ist aufgetaucht. Schön für sie. Aber die ist gar nicht mal so weit weg. Können wir ja dieses Mal vielleicht holen. Eieiei, das ist ja. Lass mal erstmal hier das Eisen holen. Hier könnte man eigentlich auch durch, den bräuchte ich aber. Allerdings haben wir eine Leiter noch. Wieso soll ich das Ding da nicht hinbauen können eigentlich? Okay. Habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht? Kann natürlich sein, ich könnte ja mal hier runterbauen. Wenn der das Ding wieder hochbringt. Unter die Luke kann man die hier hinbauen? Wahrscheinlich, oder? Dann brauchen wir das hier gar nicht abbauen. Machen wir hier gleich wieder zu. So, dann bauen wir nämlich da eine Luke hin. Hier ersetzen wir die Bohrzellen, dann haben wir die nämlich auch. So, was haben wir denn hier? Na gut, dann machen wir das halt so. Kein Problem, der kloppt immer noch auf unser Häuschen rum. Kleine Miese. So, was brauchen wir noch? Ein Bett. Bettchen hätte ich gerne noch. Ein Bettchen hätte ich gerne noch. Spinnennetz haben wir gekriegt. Na super. So, ein Bettchen hätte ich gerne noch. Und dann bauen wir jetzt noch hier hin. Dann noch ein paar Leitern. Bin ich ja immer ganz sympathisch. Na, Kohle wäre nicht schlecht, ne? So, vier Leitern haben wir. Dann schauen wir mal, haben wir noch irgendwie. Also der hat Knüppel, die haben alle Knüppel. Dem fehlt noch eine
Dein Spitzhacke. Eine Steinspitzhacke, okay, da fehlt uns noch ein bisschen Holz. Die Steinspitzhacke. Immer noch mal Wald. So, Holz für die Steinspitzhacke. Hier machen wir auch mal eine Leiter noch rein gleich. Unten haben wir auch schon Kohle. Sehr schön. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann bauen wir das hier gleich ab hier wieder. Das können wir auch noch abbauen. Dann gibt es wieder ein paar Bären. Die essen die Bären gar nicht. Haben die gar keinen Hunger? Sonst schreien sie immer gleich. Ein Müllerbuch. Darf der Müller werden? Fischer. Machen wir ein Steinmetz zum Müller. Auch wenn wir es jetzt wahrscheinlich noch gar nicht brauchen. Machen wir hier noch ein Licht rein. Der, wo natürlich, ne? Eine Steinspitzhacker, der hat jetzt hier ist hier noch am Rumhacken. Das ist natürlich super. Genau so wollte ich das eben nicht haben. Wo ist unsere Steinspitzhacke? Hier. So, jetzt kriegt er erstmal eine Steinspitzhacke. Wo ist er denn? Da. Er klopft da mit seinem Messerchen drauf rum. So. Wenn wir dann noch mehr Holz gesammelt haben, dann kriegen die anderen auch noch ein bisschen Äxte. Hauen, hauen, hauen. Ach gut. Geh erstmal schlafen, würde ich doch sagen. Haben wir die Fackel gleich dann wieder. Hahaha. Setzen die ein bisschen weiter runter hier. So, was macht er jetzt? Zu was entscheidet er sich jetzt? Noch was holen. Ja, das ist super, dass er das macht. So, in 33 Minuten ist nämlich schon, kommt die erste Welle. Und da habe ich ehrlich gesagt gerade ein bisschen Schiss davor. Da muss ich irgendwie das schützen da, unser Dach. Wenn die da mit Fallschirmen kommen. Was sind denn das für komische Monsterchens? Wer hat denn den Fallschirme gegeben? Welcher Schlawiner? Das kann man doch nicht machen. Räumen wir jetzt hier alles ab. Das Holz hier auch. So, jetzt ist aber wirklich dunkel hier unten. Sollte man wirklich Licht machen. So. Jetzt ist da eine Raupe entstanden. Hier drin ist jetzt total eingesperrt. Jetzt raubt die sich hier die ganze Zeit im Kreis rum. Robbt die ganze Zeit im Kreis sozusagen rum. Das ist gemein. Können wir denn noch eine Tür bauen? Habe ich denn Holz für eine Tür? Habe ich überhaupt eine Tür? Ja, hier, ich habe eine Tür, aber dazu brauche ich ein Schloss. Schloss könnte ich sogar bauen, aber ich würde erst gerne eine Kochstelle haben. Dazu bräuchte ich einen Topf. Der Topf, okay, den kann ich bauen. Das kann ich auch bauen. Dann baue ich jetzt einfach noch eine Tür. Wo ist denn hier unsere Tür? Da, Tür. Und diese Tür. Ich möchte mich nämlich hier reingraben. Setze ich jetzt einfach denn mal da rein. Da kommt auch immer irgendein Viech, oder? Aus jedem blöden Bäumchen kommt da ein Viech raus. Ja, schlaft ihr besser, das ist sowieso gesünder. Kann man auch immer gebrauchen.
Ja, der darf da ruhig. Ah, guck mal hier. Da ist ein kleines Monsterchen aufgetaucht. Im Dunkeln. Weil es so schön dunkel war. Ah ja. Der nicht lange überlebt. Natürlich, weil die schlafen, habe ich jetzt hier ein bisschen weniger Zwerge zur Verfügung. Außer eine Menge Arbeit war heute nichts, ja. Was ich eben hier trotzdem machen kann, ist eben das hier weitermachen. Das ist super, dass ich das einfach so fortschreiten lassen kann eigentlich. Das da gibt Bären, lecker Bären. Die haben immer noch keine Bären gegessen. Ich habe euch hier extra Bären hingestellt. Will keiner Bären essen? Will wohl keiner essen. Ah, guck mal, sie hier. Sie geht einfach mal hier gnadenlos rein. Hier haben wir sogar Kohle direkt. Ist das nicht schön? Da ist ein Leuchtepilz, deswegen leuchtet es so schön hier drin. Uiuiui. Er ist ja hier ein sehr hartnäckiger Genosse hier. Ja, das weiß ich ja, dass ich da angegriffen werde schon die ganze Zeit. Oh, zum Glück ein weiterer Zwerg. Wer ist das denn? Was neuer Held verfügbar? Ja, wer ist das hier? Oh, bin der große Schamane der Kobolde. Okay, alles klar. Das bedeutet was? Er ist halt einfach der große Schamane der Kobolde. Okay. Schon wieder im Bett. Bett. Mann, die immer diese Betten, ne? Weiß nicht, warum es da so schöne Doppelbetten hier gibt. So, Bett. Und eine Kochstelle wollte ich haben. Dass wir was Schönes uns köcheln mal können. Gibt's ja auch hier, ne? Ja. So, da brauche ich noch Kohle. Und Kohle habe ich ja noch gar nicht gesammelt. Okay. Dann gibt es hier erstmal noch ein Bett. Das müssen wir auch noch hier holen. Hey, du da. Steuerung. Zack. Hier dich ausruhen. Zwerg auswählen. Ausruhen. Geht ins Bett. Nicht da in der Wildnis schlafen. Kann es ja wohl nicht sein. Große Kobold. Der große Schamane der Kobolde. So. Ja, gut, dann haben wir den auch mal getroffen, ne? Du hast die Friedhöfe der Orks entweiht und den alten Atar gestört. Ja, das tut mir auch leid, das war gar nicht meine Absicht. Aber was soll ich denn machen? Hier bleibt noch eine kleine Überlebenschance. Okay, der labert mich hier gerade zu. Welche denn? Ich hau dir auf den Kopf. Oder welche? Ich weiß nicht genau, was er von mir will. Er redet nicht in Rätseln, aber er braucht lange, bis er sagt, was er eigentlich will. Na ja, gut, dann. Soll er erstmal weiter quatschen. So, ich brauche ein bisschen Kohle, komm. Ein wenig Kohle für mich. Wieso hast denn du? Achso, du bist ja neu, ne? Brauchst du eine Keule? Und eine. Oh, ich kann sogar schon Eisenäxte und so basteln.
Ich habe ja schon. Dann könnte ich auch erstmal bessere Waffen machen, oder? Weil das wird wahrscheinlich hier relativ wichtig, dass ich mich erstmal gut verteidigen kann. Stahlschwert, nee. Aber so eine Keule hier zum Beispiel. Ah, ich brauche eine Schmiede, okay. Na sicher brauche ich eine Schmiede. Mal gucken, was ich für die Schmiede denn brauche. Kriegt er erstmal das hier? Was brauche ich denn für die Schmiede? Brauche erstmal eine Werkbank, oder? Ich habe nicht mal eine Werkbank. Ein Holztisch. Nein. Fehlt mir jetzt ein Holz, das ist ja lachhaft. Das kann ja wohl nicht deren ihr Ernst sein. Gut, dann halt nochmal bald, ne? Ist das alles an Wald? Klopft auf das Ding ein. Eieiei. So, jetzt aber. Genau, da brauche ich noch Kohle, das ist noch nicht angekommen. Aber ich wollte ja auch eine Schmiede. Eine Schmiede und eine Werkbank vor allem erstmal. Das ist eine Schmiede. Für eine Schmiede brauche ich ebenfalls Kohle, aber ich glaube, eine Werkbank könnte ich mir mal hinstellen. So. Werkbank. Werkbank brauche ich gleich hier unten. Und eine Werkbank bräuchte ich nicht mal direkt in der Wohnung, denn die haben ja kein, das schauen wir doch gleich mal. Die haben nämlich kein sonst irgendwas, Komfort oder sowas. Könnte ich hier oben hinbauen. Hätte ich schon mal hier eine Werkbank. Und dann fehlt uns ja noch eine Schmiede. Eine Schmiede bräuchten wir dann noch. Ja, und das ist wohl unsere nächste Aufgabe, eine Schmiede bauen. Hier brauchen wir noch eine Leiter und hier hinten brauchen wir dann später. Und so. Aber auf jeden Fall sieht es doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Die Werkbank, es ist die Frage, für was. Okay, ich könnte jetzt gleich mal, könnte ich gleich eine Schmiede bauen. Ah, ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser und dafür brauche ich Eimer. Und für einen Eimer brauche ich Bretter. Und Bretter. Ja, Bretter brauche ich erstmal Holz, weil ich wieder mal kein oder zu wenig Holz habe. Das habe ich hier total komisch ausgehöhlt, ne? Ja, aber der kann ja da drüber hüpfen. Okay. So, hier liegt zwar überall Holz rum. Na gut. Oh, hier sind Ratten. Das ist immer schlecht. Die wollen mir meine Bärchen klauen. Da, da. Guck, guck. Guck sich ein bisschen. Holt sich was. Und hier erstmal auf dem Nest rum. Da ist schon wieder eine Raupe. Können wir denn auch wegmachen, die Raupe? Wenn wir die Ratten denn hier erledigt haben. Gibt wenigstens ein bisschen Fleisch, Rattenfleisch. Lecker. So, und das kann ich halt eben nicht einsammeln. Tja, dann werden wir wohl mal schauen müssen. Oh, viel Getreide haben die sich geschnappt. Da ist auch noch eine Ratte, die muss auch weg. Die klauen doch sonst all mein Essen. Naja gut, Bären wären jetzt nicht so schlimm, ne? So, und da ist ein neuer Held verfügbar, der Affe. San Wukong. Ich mag die Helden. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.